Hey Leute, was geht? Ihr seid bei Jamie Cars TV. Wir haben diese zwei Schönheiten aus ihrem Schlaf erweckt, denn heute ist das angekündigte Fotoshooting mit nicht nur diesen zwei Autos, sondern auch Mamas neuem Peugeot Cabrio, das ich euch letzte Woche gezeigt habe. Zuallererst müssen wir sie jedoch etwas schöner machen, also waschen und polieren. Servus! Ich glaube, wir sind ein bisschen zu spät, kann das sein? Ach, nur unwesentlich. Wir sind auch noch nicht fertig. Ach, die Viertelstunde. Na, alles fit? Hi! So Leute, willkommen zurück zur neuen Cheap Car Challenge. Ja, genau. Die Autos sind komplett fertig gemacht, alle sind schön poliert und schön gemacht und jetzt ist es Zeit, während die beiden da die Autos filmen, dass wir uns jetzt auch polieren und schön machen. Hier sind alle Beteiligten dieses Videos. Meine Mutter Petra mit ihrem Peugeot 306 Cabrio. Mein Vater und seine 1973er Alfa Romeo Giulia. Mein Kumpel Felix und sein Freund Sinan, die die Fotos schießen werden und gleichzeitig mit dem schönen E46 Cabrio uns begleiten werden. Und dann bin da noch ich. Meinem Toyota MR2 von 1986. Dann können wir losfahren, oder? Yes, sir, let's go. Jo. Jo. Los geht's! Yibidi, yibidi, yibidi. So, wir sind jetzt bei der ersten Location angekommen. Eine schöne Straße zwischen zwei Bäumen. Eine Allee. Eine Allee, ja. Mit zum Glück viel Schatten, also kann man uns auch ein bisschen abkühlen. Der Sinan ist jetzt gerade da hinten und filmt den Peugeot meiner Mutter. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut euch sein Video an. Der Link ist in der Beschreibung oder in der Infokarte oben in der Ecke. Und ja, ich werde jetzt ihm ein bisschen helfen bei den Aufnahmen und wir sehen uns nachher, wenn wir mal weiterfahren. So Leute, meine Mutter ist jetzt mit ihrem Peugeot fertig und ist schon weggefahren. Sie hat noch was anderes zu erledigen. Da wir noch keine Location für die Giulia uns ausgedacht hatten, wir hatten viele Ideen, Backsteinhäuser oder also Altstadtstraßen, ähnliches. Aber da wussten wir jetzt nichts in der Nähe, wo man hinfahren könnte. Also haben wir die Giulia jetzt an denselben Ort gestellt wie den Peugeot und werden da jetzt auch genauso Aufnahmen machen von innen, von außen, von unten und von oben. Wenn ihr das sehen wollt, das wird auf dem Felix seinem Kanal sein. Link auch in der Beschreibung und in der Infokarte oben in der Ecke. Ich werde jetzt wieder ein bisschen mithelfen und ja, danach fahren wir weiter und vielleicht kommt danach dann mein Auto dran.
Dezember an dieser Location fertig. Wir haben jetzt insgesamt 2 Autos hier gefilmt. Wenn wir unterwegs noch einen schönen Platz finden, wo wir die Julia nochmal fotografieren können, dann werden wir da stehen bleiben. Aber ansonsten fahren wir jetzt zu den Satellitenschüsseln, wo wir immer fotografieren werden. Aber zuerst haben wir Hunger. Ich glaube, alle haben Hunger. Erstmal holen wir uns was zu essen. Die dicken Köftespieß. So Leute, wir sind jetzt bei der zweiten und der letzten Location für heute wahrscheinlich angekommen. Die Sonne brennt nämlich auf uns runter und wir wollen es nur so schnell wie möglich fertig haben. Wir werden hier jetzt ganz viele Aufnahmen machen vom MR2. Fotos, Videos, mit mir, ohne mich. Wir werden wahrscheinlich sogar die Drohne in den Himmel schicken. Also, lass uns loslegen. So Leute, das war das Ende. Nach diesem brütend heißen Tag sind wir jetzt endlich zu Hause. Ich glaube, die Aufnahmen sind ziemlich cool geworden. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ihr werdet sie schon gesehen haben, natürlich. Schaut euch auf jeden Fall die anderen 2 Videos von Felix und Sinan an in der Beschreibung und abonniert doch auch die Kanäle von denen, sowie bei mir auch. Und dann würde ich sagen, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf dem Like-Button und ich sehe euch am Sonntag wieder fürs nächste Video. Ciao!